Hallo und Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute geht es nochmal um Rathaus 14. Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, schon wieder um Rathaus 14. Heute gibt es verschiedene Sachen, die auf dem Speiseplan stehen. Zum einen natürlich Rathaus 14, zum anderen die Clanspiele und zum anderen, zum dritten und der Krieg. Der Clankrieg. So, den nehme ich mal eben mit. Ich muss nämlich 3 Sterne holen, muss dabei ein paar super Mauerbrecher einsetzen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich setze jetzt einmal die super Mauerbrecher schon mal einmal rundrum und dann gucken wir einfach mal, wie viel wir schon mal holen. Das ist jetzt soweit schon mal der Plan. So, 20%, 22%. Die laufen jetzt natürlich in die Mitte. Der hat ein Single Inferno, das ist schon mal sehr gut für mich. Single Inferno und, da sind schon einige kaputt. Okay, das wird, glaube ich, doch etwas schwieriger werden. Da muss ich, glaube ich, gleich trotzdem nochmal einen anderen Angriff machen. Aber bei 2 Sternen haben wir gleich hoffentlich schon. Na, 2 Sterne haben wir noch nicht. Wir gucken mal. Da schon mal drauf. Die Ballons. So, zack, zack, zack. Den setze ich auch schon mal. Den setze ich mal noch oben drauf. Also, Rathaus 14, lass uns mal ein bisschen reden, Leute. Also, was hat es denn mit Rathaus 14 auf sich? Ich sage euch. Euch, die ihr jetzt zuguckt. Rathaus 14 wird grün. Und ich werde euch auch 2 Gründe dafür nennen, warum das so ist. Warum ich das ganz stark vermute, warum Rathaus 14 grün sein wird. Und zwar, Grund Nummer 1. Bei Rathaus 13 hatten schon die meisten Leute die Vermutung, dass Rathaus 13 grün wird. Es kam nicht so. Rathaus 13 kam im Dezember raus. Und das Supercell-Team, das Clash of Clans-Team hat sich gesagt, das ist jetzt hier Winter und wir wollen das so ein bisschen in diesem Eisstil halten. Die neue Truppe war der Yeti, das passt dann natürlich auch ganz gut. Und dann haben sie gesagt, ja, das würde ja ganz gut passen, wenn wir das Ganze so in einem etwas winterlichen Design halten würden. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Sieht auch eigentlich ganz gut aus, Rathaus 13, da gibt es nichts. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir jetzt irgendwie noch den 2. Stern retten. Das schaffe ich aber nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber okay, das kann ich jetzt nicht ändern. Das kann ich jetzt nicht ändern. Ich habe ja ein Bild rausgesucht, habe mal rumgebastelt und habe eine Rathaus 13 Base von mir genommen und habe die Mauern so ein bisschen verändert in Richtung Grün, habe das Rathaus genommen. Ich habe ja 2 Rathäuser schon kreiert. 2 Rathaus 13, einmal mit einer Adler-Dev oben drauf und einmal halt mit noch mehr Tesla. Das ist halt, das Tesla-Bild ist halt ein Spaß. Also, so wird das natürlich nicht kommen. Trotzdem muss man sagen, die Chancen, dass es ein grünes Rathaus 13 wird, die sind auf jeden Fall richtig, richtig groß, meiner Meinung nach. Vor allem natürlich auch mit grünen Mauern. Ich blende euch mal das dritte Bild auch noch rein, das Thumbnail, denn man muss ja bedenken, sie machen das ja immer so, dass es thematisch passt. Also sie machen das immer so, dass alles zu dem Rathaus passt. Sie haben ja, Darren hat ja auch schon gesagt, die Theme, das Thema des Rathauses von Rathaus 14, das steht schon. Also sie wissen jetzt schon, in welcher Farbe es sein wird. Und danach richtet sich natürlich dann, was ist mit den anderen Gebäuden? Mit den, wie ich das jetzt ja hier habe, mit den Streukatapulten, mit den Inferno-Türmen, mit den X-Bögen und so weiter und so fort. Die kriegen ja auch alle so einen leichten grünen Anstrich. So, Moment, wir fordern jetzt gleich mal eben an. Wir gucken ganz kurz noch eben drauf. Der Gegner macht uns gerade ziemlich fertig, leider. Das ist so im Community-Clan. Das, oh, was ist das? Ey, wenn ich solche Bases sehe, ganz ehrlich. Ey, dann kann man's, dann lass es doch sein, wirklich, dann brauchst du gar nicht am Krieg teilzunehmen, wirklich. Also wenn man so eine Base hat im Clankrieg, das ist schon eine Beleidigung für die Mitspieler, wirklich. Da, guckt euch das Elend mal an. Aber da sehen wir es jetzt halt ganz gut. Das Katapult ist so in so einem Blau gehalten, da die Eiselemente an diesen Stützen dran. Das hat halt alles Hand und Fuß, wobei man natürlich sagen muss, es ist so gedacht, dass natürlich alles auf ungefähr dem gleichen Level ist, wie wir das jetzt hier bei Kobold Lewis sehen. Das ist halt eine WTF-Base, von daher, ja, ist da nicht alles auf einem Level? Ich meine, er wird keine 3 Sterne holen, von daher, naja, ist das schon mal ganz gut. Wir besuchen mich aber trotzdem mal eben. Community-Freunde, wo bin ich denn? Bin ich überhaupt? Habe ich mich überhaupt? Warte mal, klar, ans Lesezeichen. Wo bin ich denn? Da bin ich. So, besuchen. Das ist ja mein Maxed-Account und wir sehen das natürlich, alles ist in einem schönen winterlichen Design gehalten. Es ist allerdings, man muss sagen, es ist zwar winterlich, aber es sieht trotzdem natürlich super aus, weil es ja im Endeffekt zeitlos ist, ne? So ein bisschen in so einem Eisstil gehalten alles, der Magierturm,
Der Inferno-Turm hat diese Elemente da dran. Und genau das werden wir ja auch sehen bei Rathaus 14, dass das alles das gleiche Design haben wird. Zumindest so die gleichen Design-Elemente. Und ich vermute wirklich ganz stark, es wird grün sein, weil wir letztes Mal halt alle schon gedacht haben, es wird grün und es war nicht grün und es war im Winter. Und dieses Mal wissen wir, Rathaus 14 kommt wahrscheinlich im Sommer raus. Und welche Farbe passt zum Sommer zu den grünen Wiesen draußen? Natürlich grün. Grün. Und grün hatten wir noch nicht. Wir hatten noch kein Grün. Rathaus 1 bis 8 eher so halt ganz normal gehalten, so Holzoptik. Rathaus 9 war dann schwarz, dann hatten wir Rathaus 10 in rot, dann hatten wir Rathaus 11 so orange-weiß, Rathaus 12 in blau, Rathaus 13 eher so, ja, so ein bisschen so diese lila Aspekte da dran, dann so Eis, dann so ein bisschen dieses, wie nennt man denn die Farbe, Türkis? Ein bisschen Gold da dran. Also nicht so eindeutig festlegbar, aber die Mauern sind natürlich alle so ein bisschen, ja, etwas dunkler gehalten mit dieser Eisoptik dran und deswegen vermute ich ganz stark. Ich meine, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, das beißt sich doch, wenn du das so machst mit Grün. Nein, ich glaube nicht, dass sich das beißt. Ich vermute, das wird ganz gut passen. So, jetzt müssen wir eben ganz kurz gucken. Die Zauber haben wir alle ready. Ich warte mal eben ganz kurz auf meine Clan-Truppen, auf meine Clanburg-Truppen. Wir greifen gleich im Clankrieg an, reden noch ein bisschen weiter. Es gibt ja noch weiteres zu besprechen. Habe ich schon beide Sachen genannt? Ja, ich habe, glaube ich, schon beide Gründe sogar genannt. Wir werden die gleich nochmal zusammenfassen, Leute. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, wir haben alles. Ich habe eine Klarnachricht geschrieben, dass wir halt von unten nach oben aufräumen müssen. Es bringt sonst nichts. Also ich nehme jetzt hier den auch mit. Wir werden 3 Sterne holen. Das ist einfach so. Ich werde wahrscheinlich mit dem zweiten Angriff auch 3 Sterne holen, weil wir auch nochmal ein Rathaus angreifen, was unter uns liegt. Es ist einfach so. Ich gehe von 2 Seiten vor. Mauervernichter dahin, den Warden mache ich auf Luft. Ich habe da Loons drin im Mauervernichter mit 2 Eilzaubern. Wir werden mal sehen, ob das funktioniert oder nicht so. Warte mal. König ist schon mal ganz gut angeschlagen. Den muss ich gerade schon mal zünden. Ich will natürlich Luftabwehr haben. Oh, Clan-Truppen hat er auch. Clan-Truppen, komm, hau rein. Wo fliegen die hin? Ich muss den Eilzauber noch setzen. Asche, das wird nichts. Leider nicht. Der Feger ist zu stark. Der Feger ist leider zu stark. Oh, ja, sie haben sogar fast hätten sie sich den noch geschnappt. So, König ist schon mal gleich. Ist der König jetzt weg oder nicht? Königin, was machst du? Ah, sie kümmert sich gerade um die Clanburg. Alles okay, so. Ja, im Endeffekt, boah, das wird echt nochmal schwierig. Es wird wirklich nochmal schwierig. Ich schaffe ich jetzt nicht mal mehr 3 Sterne gegen so einen Popligen hier oder was? Ich muss den mal einmal freezen da vorne. Jetzt fliegt da bitte mal alle rein. So, was hat er denn noch? Inferno-Turm sehe ich da noch. Muss natürlich auch mal eben freezen. Ja, ich habe jetzt schon mal gezündet. Wir haben jetzt immerhin schon mal 2 Sterne. Ich bin echt gerade noch sehr verwirrt. So, da noch was hin. Ich freeze noch mal. Es ist jetzt freezelig, was gar nicht mehr da ist. Ich habe auch kein Glück. Ja, noch mal Luft fallen. Gib mir alle Luftfallen, komm, gib mir alle Luftfallen, komm. Aber wir schaffen es, glaube ich, so gerade eben auf der letzten Rille. Mann, ey, das war so ein schlechter Angriff. Und dann warte ich auf Rathaus 14 und ich kann nicht mal bei Rathaus 11 angreifen, oh mein Gott. Aber man muss dazu sagen, ich habe die Elektrodrachen auch erst auf 1, also die müsste ich mal hochziehen. Ich glaube, habe ich sogar, ne? Habe ich einen Auftrag gegeben. Aber ich kann ja jetzt nochmal, wo wir jetzt alle wach sind wieder, kann ich ja nochmal sagen, die beiden Gründe, warum Rathaus 14 in grün kommt. Nummer 1, Rathaus 13 kam in Winteroptik und jetzt haben wir Rathaus 14 im Sommer höchstwahrscheinlich. Und was passt denn da besser als grün? Vielleicht auch dunkelgrün, damit sich das halt von der Map abhebt ein bisschen. Ich glaube aber, das wird sich nicht beißen. Ich glaube nicht. Oder sie machen halt noch so ein paar Elemente da rein. Es muss ja nicht komplett grün sein, dass man so ein paar Elemente noch dabei hat. Also, ja, nicht alles komplett in grün, sondern vielleicht noch ein paar sommerliche Elemente dabei, damit das halt auch geil aussieht. Und Grund Nummer 2, wir hatten bisher noch kein grünes Rathaus. Das muss man auch mal dazu sagen. Also da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Oder beziehungsweise da ist noch Spielraum, dass man mal so etwas bringt. Oh, ich bin sehr gespannt. Aber es muss mehr kommen. Das habe ich auch immer gesagt. Rathaus 14 alleine reicht nicht. Rathaus 14 ist natürlich nice to have. Aber ansonsten, wenn das jetzt nur Rathaus 14 kommt, dann hast du wieder für einen Monat hast du wieder den Mega-Hype und danach nicht mehr. Ja gut, die greifen jetzt auch von unten nach oben an. Aber mal hoffen, dass jetzt hier halbwegs verteidigt wird von Loco. Also 3 Sterne werden schlecht. Also ist mir die Chance natürlich groß, dass der Gegner jetzt hier 3 Sterne holt.
Wir werden es sehen. Das sieht, glaube ich, nicht gut aus für uns. Aber der Drache kommt raus, das ist schon mal nicht schlecht. König gezündet. Drache geht jetzt auf die Päcker los, das ist schon mal nicht... Aber guck mal, er hat noch einen Golem, er hat noch 11 Valkyren. Das wird schwierig werden. Wir fordern gleich nochmal neue Truppen an. Können auch gleich unseren zweiten Angriff machen. Da muss ich mich mal ein bisschen anstrengen, glaube ich. Ich glaube, ich nehme mal... Also Machttrank nehmen? Ne, Machttrank bringt aber auch nicht. Ich habe eh keinen mehr. Na gut, dann hat sich das ja eh erledigt. Wir können aber mal eben raussuchen, wen wir noch machen. Die 17 ist markiert. Hier könnte ich noch 2 holen. Hier könnte ich natürlich... Ja, das ist auch wieder markiert. Ah, der Babsi hat markiert. Ja, dann nehmen wir... Nehmen wir ihn mal, oder? Wären noch 2 Sterne mehr, immerhin, die wir holen könnten. Ja, die Luftabwehr ist so schlecht. Die Luftabwehr ist so schlecht. Weil wir gucken mal eben ganz kurz drauf. Das soll man ja auch immer machen bei Angriffen. Sich mal einmal anzugucken. Oh, der Gegner hat Go Hawk benutzt. Der Gegner. Unser Kollege. Ja, wieder die drin. Ja. Ja gut, dann weiß ich ja Bescheid. Aber was wir da ganz dringend machen müssen. Auf jeden Fall habe ich eben gesehen, wir müssen 4 Stück mitnehmen. Wir nehmen sogar 5 mit. Denn er hatte ganz viele Bauhütten außen. Also, kurzer Cut, wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Wenn euch die Folge gefällt, natürlich immer die Erinnerung. Creator-Code MBF eingeben und natürlich abonnieren, Glocke an und dann bis gleich. So, wir sind wieder da und ich kann euch nur noch mal erinnern, schreibt doch mal gerne eure Meinung zu Rathaus 14 in die Kommentare. Ich weiß, viele von euch werden es dann eh rushen. Wahrscheinlich, wenn es da ist. Wir werden mal sehen. So, eben hier außen alles wegmachen damit. So, und jetzt gucken wir mal nach. Au, da kommen auch einige Bogies raus noch. Aber das ist in Ordnung. Das kriegen wir hin. Was wir jetzt nämlich machen werden, wir schnappen uns jetzt mal eben hier nämlich den einen. Moment. Und werden die mal eben hier kaputt machen. Das müsste passen. Die kommen uns jetzt gleich ein bisschen entgegen. Boah, die haben aber auch Trefferpunkte. Oh mein Gott. Muss ich 2 Stück benutzen davon? Ernsthaft? So, Mauer vernichten. Lass mir mal von da oben reingehen. König, Königin. Die eine Bogie noch hinterher. Okay, wir haben's. Jetzt muss ich noch ein bisschen gucken. Wo sind die Feger? Feger, 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 Feger. Da ist schon mal ein Luftfeger. Okay, den kriegen wir so. Oh nein. Oh Gott. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? So, Luftjäger 2. Ach, der ist dann da. Der ist auch außen. Alles gut. Alles gut, alles gut. König habe ich schon mal gezündet. So, die kommen bis in die Mitte rein. Da setze ich jetzt mal den drauf. Freeze drauf. Ja gut, wir kriegen die halbe Base so schon zerstört. Ohne, dass wir uns großartig anstrengen müssen. Das ist schon mal gut. Dann habe ich ja weniger zu tun hier auf jeden Fall. So. Ich könnte jetzt gleich eigentlich... Ja, wir zünden jetzt schon mal. Die Königin war nämlich gerade einmal im Radius von meinem Ward, aber es lebt ja eh nichts mehr. Nur noch eine Luftabwehr, ansonsten ist alles kaputt. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie wird Rathaus 14 aussehen? Freut ihr euch drauf? Und was muss denn sonst noch kommen außer Rathaus 14? Denn ich habe ja gesagt, das reicht nicht aus. Rathaus 14 alleine wird nicht ausreichen. Das ist halt immer so... Ja, ich suche gerade noch so die richtige Beschreibung dafür. Das ist so, als hättest du irgendwie... Sagen wir mal so, als hättest du einen Swimmingpool. Du hättest einen Swimmingpool und in dem Swimmingpool wäre ein großes Loch. Das ganze Wasser, das Wasser symbolisiert halt die Spielerschaft, das fließt raus. So, dann fließt das ganze Wasser raus und was machst du? Du klebst immer nur so einen Streifen Klebeband drauf und der hält dann vielleicht für ein paar Stunden und nach ein paar Stunden löst sich dann das Klebeband ab und das Wasser fließt wieder raus. Und das Klebeband natürlich ist in dem Fall Rathaus 14. Ne? Das ist das Ding. Ja. Und dann vielleicht kann man sagen, mit den Supertruppen hätte noch jemand vielleicht in den Pool rein uriniert oder so. Ich weiß es nicht. Um das jetzt mal das Beispiel noch abzurunden vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ja, das ich würde das einfach so ausdrücken. Oder vielleicht das alte Beispiel, was ich benutzt habe bei den Supertruppen. Du hast ein brennendes Haus und anstatt es zu löschen, baust du noch eine Etage oben drauf. Ja, das kann man auch sagen. So, jetzt läuft jetzt zumindest schon mal, was die Sterne angeht. Also wir haben jetzt ein paar Sterne wieder geholt. Babsi greift gleich noch an. Das zeige ich aber allerdings jetzt nicht mehr in der Aufnahme, weil es schon zu lange geht und ich das noch schneiden muss. Ja. So sieht das aus. Es ist trotzdem eigentlich verloren. Also wir können es nicht mehr aufholen. Wir können diesen Krieg nicht mehr gewinnen, glaube ich. Mein Team. Obwohl ja oben noch so viele Angriffe sind. Aber Bilal ist schon raus. Super. Also es ist immer geil, wenn Leute reingehen, sind dann im Clankrieg und gehen raus. Also was... Da kann man dann echt, Bilal, tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es ist halt, versteh mich auch, es ist halt blöd, ne?
Deswegen muss man mal sehen. Es ist halt Community-Clan-Krieg und Community-Clan. Deswegen, da muss man dann mal gucken. Da sind wir auf jeden Fall schon mal gut dabei. Ja, 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 ja. So. Ich baue nochmal eben aus. Wir sehen uns in einer weiteren Episode. Ihr könnt euch natürlich weiter noch für die Clan... Oh, mein Update wird installiert. Ihr könnt euch noch für die Dorfbesuche bewerben, wollte ich gerade sagen. Guckt euch mal das Dorfbesuche-Video an, da erkläre ich alles. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.